So, Freunde, wir hören heute meinen neuen Song von Farid rein. Technisches K.O. kam einfach heute am, welcher Tag ist heute? Donnerstag? Ne, gestern Mittwoch raus, mitten am Tag, auch völlig unerwartet. Normalerweise droppte mal jeder 23,59 am Donnerstag. Aber kam schon auf jeden Fall sehr gut an, der Song. 25.000 Likes, 200.000 Aufrufe, Platz 1 in den Trends. Und ich glaube, es wird ein sehr krasser Song. Es haben mir auch schon einige Kollegen geschickt, meinen Song des Jahres, bla bla bla. Meisterwerk aus Farid mal wieder rausgekommen. Okay, bin ich mal gespannt, Alter, was wir jetzt hier hören dürfen, Leute. Ich bin gespannt. Sagen, let's go. Was ist das denn? Ich kann mal gar nicht bezahlen. Mit was willst du mich denn bezahlen? Ach, das ist doch Cashmo, Alter. Ich komme mir vor wie auf der Toilette. Nur Pisser hier. Einfach Cashmo gewesen. Ja. Früher waren's Großfamilien und harte Rocker. Heute 10k zu Älter und Sozialschmarotzer. Erst hast du gebellt, dann wurdest du hart geopfert. Deine Antwort, du riefst am selben Tag die Cops an. Wer im Deutschrap gefickt wird, entscheide nur ich. Du bist ein toter Mann, nur du weißt es noch nicht. Der Versuch mich zu ficken, er ist leider missglückt. Farid Bang ist wie Bane, ich zeig keinem Gesicht. Es ist Farid Bang, ich glaub, sie haben vergessen, wer ich bin, wen ich fickt, auf welche Karte ich setzte. Es ist Farid... Bruder, warte, sorry, aber... Wie krass ist bitte die Melodie, der Aufbau vom Beat im Hintergrund und die Art, wie Farid rappt, so richtig wieder so wie früher, dieses richtig tiefe, Alter. Aber wie geil war der Übergang bitte, von hier auf da, mit dem Beat, dem Song. Ist die Bane, ich zeig keinem Gesicht. Jetzt. Es ist Farid Bang, ich glaub, sie haben vergessen, wer ich bin, wen ich fickt, auf geil. Welche Karte ich setzte. Es ist Farid Bang, auf der Straße getestet, Beef mit allen, ohne dass ich Namen trag in der Fresse. Es ist Farid Bang von der Chartspitze, deine Boxkämpfe Trash und keine Marktlücke. Es ist Farid Bang, der niemals abdrückte, ich bin nicht böse, Mann, doch man kann mir kein Haar krümmen. Oh. Asozialer Marokkaner, ich zersäge dich, Peach, ich komme mit Machete, Ziel gegen jeden im Krieg. Hab geduldet, dass der Jarrakopf gegen mich schießt. Warte, wir müssen doch mal... Musst du mal hören, Digga. Ich kann gar nicht hören, was der sagt, Digga. Das hat dann so reingeknallt mit dem Drop, Alter. Was ist das für ein Beat? Wer hat den Beat gemacht? Hört so ein bisschen an. Ich weiß nicht, wie heißt der mal? Jonas? Der hat doch auch so einen Style gemacht. Kann man das irgendwo sehen? Das will ich jetzt wissen. Kann man das sehen? Ja, guck mal, produziert von Jonas. Ja, Mann. Korrekter Typ, Alter. Der hat krasse Beats damals auch gemacht, wirklich. Also, Jonas, krasser Beatproduzent. Doch man kann mir kein Haar krümmen. Okay. Asozialer Marokkaner, ich zersäge dich, Peach. Ich komme mit Machete, Ziel gegen jeden im Krieg. Hab geduldet, dass der Jarrakopf gegen mich schießt. Es ist kein Kebab im Biss, doch jetzt dreht sich der Spieß. Bis dein Not in Summe Entzuckungen, kein Hype und kein Geld. Bis ein peinlicher Kelb, der seit 3 Jahren bellt und weißt eigentlich selbst, du hast niemals Koks vertickt. Wie kann ich ein Pedo sein, wenn ich hier einen Opa fick? Fast 50. Oh, wie kann ich. Oh mein Gott, Alter. Boah, wie kann ich denn Pedo sein, wenn ich denn... Oh, boah, Junge. Krasse Lines wieder. Da waren ja diese Anschuldigungen im Raum und sowas, ne? Und der macht jetzt wieder musikalisch... Rasiert der wieder. Du Hurensohn wirst nicht erwachsen, keine Kohle in der Tasche, deine rote Lederjacke, die du Hurensohn schon seit 4 Jahren trägst. Du bist nur mit WLAN stark, wie die AfD. Ich hab den Dschihad gewählt, deshalb bist du verwundet. Dein Name ist ein Seitenhieb an, er ist guter Junge. Der Name Farid Bang ist wie... Denn er hat die guten Jungs weggefickt. Böse Hund, du bist nur ein alberner Affe. Junge, das ist so viel auf einmal für mich, Digga. Ehrlich, ohne Scheiß. Also, man muss wirklich diese Songs hier von Farid teilweise mehrmals hören, damit du auch wirklich alles zu 100% verstehst. Beim ersten Hören kannst du gar nicht alles verstehen. Also ich glaube sogar auch ein Tubo hat damit Probleme. Der muss auch sich immer alles 1000 Mal anhören. Der, wie heißt der? Sofian? Der macht das dann auch, außer Reactions. Der macht das auch sehr, sehr gut. Der kann auch immer alles fast direkt immer interpretieren und so, was es bedeutet und so. Ist aber auch da drinnen. Alban, dich nennt jeder Albaner Affe. Keine Chance gegen mich, unterm Strich bin ich, wenn ich deine Mutter fick. Diese kleine Schlampe nach einem eleganten Talk, Paradox, doch ein Zui wirft mir Menschenhandel vor. Keine Relevanz verloren, du warst niemals Thema. Nach dem Song ergibt es dich endlich bei Wikipedia. Ein Riesenfehler, du bist ein dreckiges Schwein. Du machtest Häftlinge geil, wurdest von Männern geteilt. In der Zelle vereint, drangen in dich mehrere ein und fingerten dich mit 4 Fingern. Mexican Style. Ey, sie sterben von Neid, ich lasse sie abstechen. Ich sag, was ich will, mich konnte noch... Junge, was ist das für ein Beat, ey? Ich finde, der Beat ist echt krass. Er knallt unnormal rein, der Beat. Also, für mich kann man sagen, was man will, das sage ich öfter, aber ein guter Beat macht schon so 70 bis teilweise 80% aus von einem Song.
Wenn der Beat alleine schon geil ist, dann ist der Song schon auch gut gecarried, sag ich mal. Weil ich sag mal so, wenn der Beat scheiße ist, dann kann der Typ auch drauf rappen, was er will. Wenn das einfach nicht melodisch sich anhört und geil klingt, dann bringt auch der Text nichts, so wisst ihr? Deswegen, es muss beides passen. Noch niemand cancelt, dein Spotify-Umsatz ist eine Zigarette. Du Köter, lauf ein böser Sound, wenn ich dein Kiefer breche. Bei deiner Mutter um 7, um meine Nummer zu schieben. Ich geb die Knochen deiner Toten meinen Hunden zum Spielen. Und nach diesem Track stirbst du an einem Herzfehler. Ich will, dass jeder Rapper mich disst, ich will mehr Gegner. Ey, du hast keinen gefickt, verlierst heute dein Gesicht. Im Gegensatz zu dir bin ich beim Kampf nie eingeknickt. Ey, du beneidest mich, sprich von einem großen Skandal. Und der kam letzten Endes bei mir unter Vertrag. Ey, yo, Testosteron, wir tragen Magnum Pistolen. Ich bin nicht Sinan, doch gegen mich gehst du technisch K.O. Denn dein Rap ist nicht dope, du bist als Rapper gescheitert und lebst vom Burgergeld wie Mac-Arbeiter, so wie dein hässlicher Schrei. Lebst vom Burgergeld wie Mac-Arbeiter. Junge, wie kommt man auf sowas? Ich verstehe das nicht. Also, keine Ahnung, so Texte schreiben ist, glaube ich, echt, da brauchst du schon ein gewisses Talent für. Das ist schwierig, sich auch, glaube ich, beizubringen und sowas. Weil du musst ja auch wirklich gucken, dass das alles dann zum Reim, zum Flow passt, wie du es betont, wie du es rüberbringst. Da habe ich schon wirklich Respekt für die Leute, auch an Farid vor allem, wie er die Texte schreibt und so. Das ist nicht einfach, glaub mir, das ist echt schwierig. Ja, also, ich bräuchte auch mal einen guten Ghostwriter da an der Stelle, ne, wenn ich immer einen Song machen sollte. Ich hätte auch mal Bock, so einen Fun-Song zu machen, wäre ganz geil, glaube ich. Aber mit Texte schreiben ist schwierig, glaube ich, ja. Und die Lines, die er schießt, klingen mehr nach Farid Bang als seine eigene KI. Böser Hund, ich lass deine Mutter sacken bis sie am Schmatzen ist, wie wenn du ne Dattel frisst. Hältst dich für abgewichst, kämpfst für 16 Bille. Das kriegt mein One-Night-Stand für die Anti-Baby-Pille. Mit euren Lügen denkt ihr, dass ihr die kämpfst für 16 Bille. Geschichte verbiegt, doch hab mehr Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Wir sind tapfer, Jahre, Schluss mit deiner Märchenstunde. Auf Shadok.com hab ich über dich mehr gefunden. Drei Kämpfe, du hattest weder Herz noch Lunge. Du gehst immer in der ersten Runde schwer zugrunde. Du verlobst, wir machen jetzt Mathematik. Redest von 76 Kerben, doch das alles stimmt nicht. Im Krieg hattest 1090 Jugoslawen erwischt. Also laut deiner Rechnung 7% starben durch dich. Du Bastard wirst entstellt, ich komme nachts in dein Bordell mit deiner Axt und der Maske von Casa del Papel. Hast du nicht gebellt, dachtest ich lasse dich, du Kelp. Doch wenn ne Bitch gefickt werden will, dann macht man es halt schnell. Boah, Junge, Alter. Also wirklich, kurz rasiert. Oder 17, ist das? Das ist doch noch 9 Monate hin, einfach jetzt schon Promo dafür, Goodfellas-Tour. Ist das normal, dass das so früh schon angekündigt wird? Ich habe jetzt gedacht, so keine Ahnung, nächsten, übernächsten Monat. Krass, Alter. Ja, aber heftiger Song, Leute, ohne Scheiß. Also der hat schon gut reingeknallt, muss man sagen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was schreiben die Leute so? Ich habe mich gefühlt wie in 2009, ich hatte das über 10 Jahren nicht mehr. Das ist einfach so, es hat so ein bisschen diese JBG-Vibes gehabt. Ich weiß auch nicht, warum. Es hat irgendwie, und das finde ich so geil, dass trotzdem nach all dem die alte Musik hier wieder ein bisschen so zum Vorschein kommt, finde ich. Schon sehr geil. Wirklich ein Meisterwerk, ehrlich. Also auch direkt beim ersten Hören. Manchmal habe ich auch so Momente, da muss ich einen Song öfter hören, damit ich den feiere. Aber hier, man hört den erstes Mal und direkt, geil, Alter. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Also da hat er gut mal eben Stellung genommen und rasiert. Heftig. Starker Track.